Ich bin Vito Giuffrida vom Restaurant Delizia in Dresden. Heute werden wir italienische Granducci machen. Das ist ein Mandelgebäck. Dazu werden wir brauchen 250 Gramm Weizenmehl, 2 Eier, 100 Gramm ganze Mandeln, 50 Gramm zerlassene Butter, 140 Gramm Zucker. Dann noch halbe geriebene Zitronenschale, circa einen kleinen Espresso-Löffel Vanillearoma oder normale Vanille, ganze. Und ein Espresso-Löffel, kleinen Löffel Backpulver. Als erstes geben Sie die Zucker in die Schale mit den 2 Eier und schlagen das alles, bis es eine helle Masse wird. Dann geben Sie Mehl, die zerlassene Butter hier oben und Backpulver dazu. Mischen Sie alles, bis es eine greifbare Masse wird. Streuen Sie ein bisschen Mehl drauf und holen die Masse aus der Schüssel raus. Und geben Sie dann die Mandeln dazu ein. Mischen Sie die Mandeln in den Teig und formen, wenn möglich, eine runde Form. Wenn Sie diese Form haben, können Sie das auf einen Teller tun und circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, damit es später härter ist und besser zum Rollen. So, holen Sie die Masse aus dem Kühlschrank. Die müsste jetzt etwas fester sein und greifbarer. In der Zwischenzeit können Sie ja schon mal den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Schneiden aus dieser Masse handgroße Stücke raus und formen lange Stäbe. Legen Sie auf ein Blech mit Backpapier. Wenn Sie die alles fertig haben, nehmen Sie das Ei, schlagen Sie das Eigelb und streichen mit einem Pinsel über die Cantuccini. Backen Sie jetzt die Cantuccini in einem vorgeheizten Ofen bei ca. 180 Grad 15 bis 20 Minuten oder bis Sie erkennen, dass Sie eine goldbraune Farbe kriegen. Sie sind mittlerweile schön goldbraun. Wir nehmen jeden Stab raus aus dem Blech und schneiden daraus etwa 1 cm breite Stücke. Sie können auch die Scheiben schräg schneiden, dann erhalten Sie längere oder größere Cantuccini. Nehmen Sie die Cantuccini, nachdem Sie alle geschnitten haben, Blech und tun Sie noch mal im heißen Ofen noch mal 5 bis 10 Minuten zum Nachziehen. Genießen Sie unsere Cantuccini am besten zu einem Kaffee oder Cappuccino oder am Ende eines Essens mit einem guten Dessertwein. Lassen Sie es schmecken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.